Moin, moin, liebe Sportfreunde, und herzlich willkommen zurück zum LS19 zusammen mit Nana. Grüße. Der hat immer noch ein Furzkissen im Traktor liegen. Tut mir leid. Ja, ich hab's doch gerade hingelegt. Wir sind jetzt hier dabei, unser Feld mal abzuernten. Mal das, wieder? Ja, mal wieder. Täglich grüßt das Murmeltier. So wie es sein muss, ne? Ja. Wobei solche Momente mit Déjà-vus hat man ja eigentlich auch recht häufig, oder? Hattest du das noch nie so? Wenn ich ehrlich sein will. Ja, so gewissermaßen. Wobei ich sagen muss, dass ich aufgrund der Arbeit Donnerstagnacht, also von Donnerstag auf Freitag, einen Albtraum gehabt habe. Okay, dann beschreib mal. Ich habe davon geträumt, dass ich, beziehungsweise ich habe im Traum diese AT-Berichte bearbeitet. Mhm. Also ich habe die Kunden bearbeitet und ich dachte nur so, oh nein, als ich wach geworden bin. Gut, ich war auch relativ müde. Das lag auch da einfach daran. Ja. Ich habe kaum geschlafen, weil halt davor Gewitter war. Also ich bin vom Gewitter wach geworden. Na prima. In letzter Zeit ist es bei uns ja mit dem Gewitter nicht mehr so schlimm. Und apropos Gewitter und dadurch Nebengeräusche, ich habe bei mir noch das Fenster auf. Ich mach mal kurz zu. Okay. So, das hat man jetzt vielleicht bei mir in der Aufnahme gehört, aber nicht im TS. Auch mal ein bisschen Musik angemacht bei mir. Ach, muss ja. Ja. Mittlerweile habe ich es mir auch angewöhnt, auch wenn ich jetzt nicht die erste Aufnahme hatte, doch von vornherein die Musik laufen zu lassen. Hm. Bei mir, ich kann mal sagen, was bei mir gerade läuft, und zwar Digit Up von Blanco Brown. Kenne ich gar nicht. Bis heute Mittag kannte ich ihn auch noch nicht. Beziehungsweise vielleicht kenne ich es, aber der Name sagt mir nichts. Viele finden das jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ab und zu schaue ich bei mir mal ein bisschen in TikTok rein. Mhm. Und ja, da kommt sowas halt mal zustande. Hörst ein Lied, meistens wird's unten auch mit angegeben. Und dann, ja, schaust es dir an oder hörst es dir an. Ja, nice. Mhm. TikTok, da habe ich ja noch nie was von gehört. Sagt dir zufällig Musical.ly was? Nee. Das ist im Endeffekt der Nachfolger davon. Aber nun ja, da kann man jetzt nicht viel gegen machen. Nee, dumm bleibt dumm. Ich kann auch nicht alles wissen. Nö. Aber eines weiß ich, du hast ja ein neues Avatarbild bei Steam. Richtig, ich hab ein neues Logo. Mhm. Seit gestern. Hast du es endlich gekriegt? Yep. In Auftrag gegeben und ja, am Montag oder Dienstag in Auftrag gegeben. Und heute schon fertig gewesen. Mhm. Na gut, wenn derjenige das, sagen wir mal, auch beruflich macht? Nee, ja. Hobbymäßig. Okay. Weißt du, ob der das schon länger macht? Kann ich so aus dem Stegreif nicht sagen. Okay. Aber da kann man sagen, hat er ja Erfahrung, dass er es schnell bearbeiten kann. Ja, also ich kann der Person auch jederzeit Bescheid geben. Du, hör mal zu, da müsste noch was dran geändert werden. Und das kostet nichts im Nachhinein? Nee, da hat sie gleich gesagt, will ich nichts für im Nachhinein haben. Okay, sozusagen nur für die Ersterstellung. Hm? Nur für die Ersterstellung, ja. Also könnte ich jetzt sozusagen einen YouTube-Banner in Auftrag geben für meinen Kanal, wo ich jetzt so, sagen wir mal, in dem entsprechenden Grafikstil die
Figuren aus verschiedenen Spielen, die ich hatte, darstelle. Und wenn weitere dazukommen, kann ich die nachträglich einfügen lassen für Nappes. Bestimmt. Beziehungsweise für einen Clan und Obelus. Das sagt mir auch nichts. Ja. Also, wenn du sagst, dass ich dich geschickt habe, dann sollte es nicht das Problem schon, sein. Dann kriege ich schon mal ein bisschen Ermäßigung. Eventuell, ja. Ja, ich bin aber keiner, der sowas unbedingt ausnutzen will. Jetzt komm. Ich weiß nicht, ich fühle mich da nicht so gut. Ich will mich nicht bevorteilen mit sowas. Ja. Gut, ist jetzt halt so und, ne? Ja, was willst du machen? Ja, würde ich aber auch sagen. Ich hatte halt auf Twitter einen Aufruf gemacht gehabt und sie hat sich halt bei mir über Discord gemeldet. Und dann im Nachhinein, nachdem ich gesagt habe, ja, da haben sich schon ein paar gemeldet und so, da kam dann, oder als ich gesagt habe, dass ich mich schon für jemanden entschieden habe und den Auftrag vergeben habe, dann haben sich erst Leute gemeldet. Ach, das ist ja doch Spezies. Ja, das war morgens um 9. Also am nächsten Tag schon? Ja, ja. Ach, na gut, das ist aber dann doch vielleicht etwas zu kurzfristig. Ja, wer hätte damit rechnen können, dass das so schnell vonstatten geht, ne? Ja, hätte wirklich keiner mit rechnen können, aber manchmal ja, ist es schneller, als du denkst. Ich habe den Aufruf aber durch eine kleine, liebe Community gemacht, und zwar durch die fantastischen Streamer, kurz Fantas. Mhm. Die sind ganz nett und arbeite jetzt aktuell ein bisschen daran, bei denen unter die Fuchtel zu kommen, kann man sagen. Wie machen wir das? Vorsicht. Wie machen wir das hier jetzt am dümmsten? Stechen wir einfach mal durch. Weh durch. So wie es sein soll. Oh nein, Eule, ich habe nicht von dir geträumt, um das mal klarzustellen. Aber auch nicht vom Schattenwölfchen. Nein. Nein. Der hätte hier abgelegt den Traum. Wahrscheinlich. Und eventuell, weil ich etwas länger kenne, hätte er wahrscheinlich noch andere Sachen mit mir gemacht. Bäh. Ja. Jetzt muss ich hier nochmal. Naja, Schattenwölfchen wollte ja mal was von mir. Aber da musste ich ihm leider eine Abfuhr erteilen. Mhm. Weil ich stehe mehr auf Weibchen. Aber er hat es mit Humor genommen. Und hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Nee, das war ja noch. Wieso musst du mir auf den Putz hauen, Eule? Jetzt mal ganz im Ernst. Nur zur Info, bei mir läuft gerade Kaskade. Sagt mir jetzt im Moment auch nichts. So, also mit Liedern von Songs brauchst du mir nicht kommen. Damit kann ich meistens nichts anfangen. Außer von okay. Bekannten Oldies. Naja, Oldies, ne? Relativ. Aber ich glaube, Sabaton sagt dir schon was. Ja, aber ist nicht meine Richtung. Meine eigentlich auch nicht, aber seitdem ich das jetzt regelmäßig gehört habe, sind sie ja mittlerweile mit in meine Streaming-Playlist gewandert. Mit ein paar Songs, darunter halt Primo Victoria, Bismarck, The Red Baron und Fields of Verdun. So schnell bekomme ich schon keine Albträume, bin ich ehrlich. Nur wenn ich was sehr stark arbeite, dann könnte die Möglichkeit da sein. Ja. Aber ich glaube mal, wir müssen nach
der Ernte den Mähdrescher wirklich reparieren? Ja. Oder hat man das letztens nicht schon gemacht? Weil da wird rot angezeigt im HUD, obwohl dann nur 40% Ladevolumen hat. Schau mal auf den, aufs Benzin. Ja, Benzin, stimmt. Bevor es zu spät ist, würde ich lieber gleich überfahren. Ach stimmt, ich wollte tanken fahren. Und ja, deshalb bin ich da. Das nicht gemacht. Mhm, genau. Ich wusste, ich habe was vergessen. Aber nun gut. Ist jetzt passiert. Ja. Wie gesagt, da würde ich jetzt lieber mal kurz die Antwort unterbrechen, bevor wir hier mit leeren Tank stehen. Jo, mach das. Dauert hoffentlich nicht so lange. Und Hauptsache, überhaupt nicht, wie gerade hier schon ein Betonmischer entgegen auf der Brücke. Und wir wurden gerade goldig betitelt. Warum genau? Wobei, ich kann auch mal kurz raustappen und den Chat ein bisschen zurechtrücken. Ja, das kannst du machen. Hab ich gemacht. Wie er mit den Treckern rumgurkt. Die Dinger schaffen ja auch nicht mehr als 50. Nee, wir haben ja keine schnellen Trecker, bis auf den großen. Nee, den Waldrand, der in der einen Sonderedition, den haben wir uns nicht genommen. Haben wir nicht? Nee, den haben wir doch, glaube ich, nicht drin gehabt. In der Forstedition oder was es war. Da schafft er über 100. Nee, haben wir nicht drin, ne? Stimmt. War das eigentlich ein mittlerer oder großer? Ein mittlerer, ne? Ich glaube auch ein mittlerer. Die Standardversion haben wir vom Spiel aus, glaube ich, drin. Ich werde mal eben den Anhänger holen und den schon mal so weit vorbereiten. Na klar. Oh, was ist denn jetzt mit der Kamera los? I don't know. Manchmal wackelt die irgendwie so bescheuert. Also wirklich minimal nach links und rechts, als würde sie hier gerade ein Erdbeben haben. Hm. Vielleicht liegt es an der Controllersteuerung, dass da irgendwas mit den... Das kann gut sein. Ist, ja. Ist halt... Will ich jetzt auch nichts dran ändern. Eule, alles gut. Das war auch mehr als Scherz gemeint. Hm? Nein, ist alles gut, Eule. Ja, wir verstehen auch Spaß. Ja. Na. Ohne Witz, ne? Ich habe ja den Witz mit dem Snüffelstück gebracht, ne? Und mein Arbeitskollege ist ja sofort drauf angesprungen, ne? Und unsere zwei Trainerinnen, anfangs hatten wir nur eine, dann kam mein Arbeitskollege dazu und dann haben wir am nächsten Tag sogar noch eine weitere Trainerin bekommen. Weil die eigentlich für ihn zuständig war. Mhm. Und dann habe ich einfach mal so gesagt... Ja, jetzt fehlt nur noch ein Schnüffelstück. Und er hat so einen Lachkrampf bekommen. Kannst du ihm ja sagen, wir haben im Landwirtschaftssimulator ein Schnüffelstück gefunden. Ach scheiße, die wollten wir doch mal einfügen. Das können wir ja nach der Aufnahme machen. Ah Mann. Dauert nur noch so 7 Minuten. Wir sind gut fortgeschritten. Ja, ist so, immerhin. Ich habe auch nur gedacht so, scheiße. Apropos Fortschritt, das war ja auch, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ist ja auch eine Marke aus dem Landwirtschaftsbereich. Fortschritt, den gab es ja damals im Osten, ne? Ich glaube schon, die haben auf jeden Fall Traktoren gemacht, vielleicht auch noch andere Anbaugeräte. Fortschritt, warte, lass mal eben gucken. Ich glaube Traktoren und Gruppe hatten die gemacht. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber Traktoren eigentlich schon. Fortschritt Landmaschinen. Ja, die haben Mäher gehabt. Mhm. Mähdrescher, Schwartmäher, Traktoren. Selbstfahrer hatten die. Selbstfahrer, okay.
Rübenerntetechnik. Ja, war wirklich im Osten, gab's die. Aber die sind aufgekauft worden oder sind pleite gegangen, oder? Das Kombinat Fortschritt Landmaschinen war in der DDR in den 1960er Jahren der größte Landtechnikhersteller. Nach Auflösung des Kombinats im Frühsommer 1990 entstanden unter Treuhandverwaltung zunächst 53 GmbHs. Der Stammbetrieb in Neustadt in Sachsen besteht als Fortschritt Erntemaschinen GmbH weiter. Also gibt es die also noch. Also wobei Fortschritt hört, scheint es noch zu geben, ja. Aber man hört nicht so viel. Ja, ist auch klar. Ein deutscher Betrieb. Wobei, Fendt ist ja auch ein deutscher Betrieb. Ich glaube, Fortschritt ist mittlerweile Fendt, glaube ich. Okay, dann sind sie vielleicht so verschmolzen, dass man von Fortschritt nichts mehr hört, weil die wirklich so mit Fendt verwachsen sind. Ich guck mal gerade nach. Das müsste ja eigentlich bei Fortschritt mit bei Wikipedia drinstehen. Bestimmt. Ja, aber eh du dich dort durchliest. Naja, das dauert ewig. Das dauert ewig. Das kann ich da so aus dem Stegreif echt nicht sagen. Aber ich glaube, Dingens war einzeln. Fendt und Fortschritt. Ich bin mir da aber echt nicht sicher. Ach, ich soll das Ding auch mal anmachen, ne? Ob ich besser. Doof bin, ob ich ein Idiot bin, ja, bin ich. Ach, Mann. Ich glaube, ich sollte mal auf ein Date mit Fräulein Uma gehen. Nee, lieber nicht. Nicht? Nee. Fräulein Uma, der wilde Puma. Aber wie hieß denn die andere Kindergärtnerin noch? Gott, das weiß ich nicht. Oh. Ist auch die Frage, ob es da eine deutsche Übersetzung gibt, wie bei manchen anderen alten Animes, oder ob die Originalnamen behalten haben. Die haben die Originalnamen, weil Uma hieß ja auch im Japanischen. Das kann ich dir leider gerade nicht sagen. Wie gesagt, bei Shin-Chan verschwimmt es langsam. Haben wir sofort. Aber wenn du dir mal eines überlegst, die Japaner sind doch so ein bisschen fixiert auf alles, was mit Deutschland zu tun hat. Mhm. Mhm. Fräulein Dori. Ah, Fräulein Dori. Jetzt, wo man es hört, na klar. Naja, ich war aber auch nicht die hellste Kerze. Aber immerhin nicht so eine bekloppte wie Uma. Nicht so eine eingeschnappte Zicke. Die hat ja auch nur das Geld gesucht. Mhm. Aber naja. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Nee, besser ist es. Ich weiß nicht, ich mag sowieso nicht solche Zicken, die nur auf Geld aus sind. Ja, da steht schon drauf, also die Millionäre. Vor allen Dingen, sobald du irgendwie an Geld kommst, sind die sowieso schnell da. So traurig es klingt. Ja, und sobald du keins mehr hast, sind sie auch so schnell wieder weg. Ja. Na gut, jeder sucht auf seine Art und Weise irgendjemand mit Geld, ne? Sagen wir mal ehrlich. Naja, nee, wirklich. Aber... ich nicht. Es gibt halt... aber es gibt die Person Mensch und es gibt die Person Mensch. Oder den Typ Mensch, so, statt die Person. Okay, hast du das von Eule gelesen? Mhm, hab ich. Da wirst du hier aber schlecht Leute finden, die Geld haben. Ja. Außer Victor, aber Victor willst du nicht, glaub mir. Hab ich das gerade laut gesagt? Selbst wenn, ist deine Meinung. Also dagegen bin ich noch eine Schönheit.
Hat er jetzt nicht gesagt. Oh Gott. Ja, ich könnte auch was sagen. Aber okay. Ich habe Victor zwar noch nie gesehen, aber okay. Wenn du schon sagst, der ist nicht der Schönste, ja, dann muss auch aussehen wie Wildunfall auf der Autobahn. Eieiei. Hat er jetzt nicht gesagt. Hat er gesagt. Aber was er auch noch sagt, ist, dass die Folge rum ist. Wir sind bei 20 Minuten. Also ich hoffe, euch hat die Folge hier wieder gefallen. Mal wieder mit viel Trash-Talk. Ich hoffe, ihr auch schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst ein Like, einen Kommentar und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ciao. Tschüss.